Rund um den Chiemsee liegt was in der Luft. 5 neue Gastronomen ziehen in den Wettstreit. So, jetzt zeigen wir mal den Kollegen, was bei uns Genuss im Lust bedeutet. Es wird hart. Ist leider etwas fest. Also wir halten fest, er schmort nicht gern, der Eik, oder? Und zumindest mit Kritik nicht gegeizt. Mir ist es einfach ein bisschen zu wenig für ein Dessert im Restaurant, muss ich einfach sagen. Tatsächlich habe ich es mir ein bisschen anders vorgestellt. Da hat einfach irgendwie eine Saftigkeit gefehlt. Das haben dich 2-3 Punkte gekostet, garantiert. Wir starten im Restaurant Nui von Haida. So, wir heißen zwar Nui, aber bei uns gibt es mehr als nur Nudeln. Das seht ihr jetzt. Doch vielleicht übertreibt er es mit seiner Pasta-Liebe. Die Gerichte, die er macht, brauchen nicht noch diese Nudeln dazu. Geile Nummer. Sättigung gibt's ja auch bei jedem Essen dabei, oder? Satt werden ist nur nicht das Einzige, was zählt. Ich finde auch an sich den Teller, muss ich leider sagen, ein bisschen langweilig. Das schaut langweilig aus. Dann kenne ich mich auch nicht mehr aus, ne? Servus miteinander, wir schauen den Bayern in die Töpfe. Am Montag gibt's bei Haida im Restaurant Nui mediterran-französische Speisen. Tags darauf lädt Marco ins L'Incontro zu italienischer Gourmetküche. Zur Wochenmitte empfängt uns Steffi im Restaurant Lust und erwartet eine frische Crossover-Küche. Donnerstag tischt Ike im Boathaus Seon ebenfalls Crossover-Speisen auf. Und für den Abschluss sorgt Cindy im Deva Parkhotel 1888 mit bodenständig gehobenen Gerichten. Ja, könnt's denn schöner sein? Herrliches Wetter, Rosenheim und dazu noch unser Mike. Es ist wieder soweit. Eine wunderschöne Woche steht uns bevor. Und zwar rund um den Chiemsee. Schöne Region. Wir durften ja schon ein paar Mal sein. Richtig schön. So, den Start macht aber der Haider. Wir sind in Rosenheim. Sein Lokal, übrigens mit seiner Frau vor einem Jahr gegründet, ist hier mitten in der City. Hat einen französischen Namen, heißt Nui, heißt Nudel. Oder Dummkopf. Nein, Leute, ich glaube, es handelt sich wirklich um die Nudeln und es geht um Fine Dining. Und ich denke mal, ein gutes Nudelgericht im Fine Dining-Bereich, Leute, geht immer. Bei dem gelernten Koch gibt es aber weitaus mehr auf die Teller als 0815 Pasta. Wir sind kein Nudelrestaurant, aber wir bauen gerne Nudeln in Gerichte ein. Und die sind oftmals gefüllt und fast in jedem Gericht zu finden. Auch schön, ne, wenn du als Überschrift dann Nudeln hast, ne, und sagst aber, ich bin aber kein Nudelrestaurant. Kommt aber überall drin vor. Ne? Weißt du, was das Gute ist? Da in der Region und überhaupt. Ich glaube, da stehen ganz viele und wissen gar nicht, was das heißt. Ne? Essen. Neben selbst hergestellten Nudelkreationen können seine Gäste noch mehr entdecken. Das Besondere an unserem Restaurant ist, dass die Küche mitten im Raum ist. Das bedeutet, es ist spektakulär für jeden Gast zuzuschauen. Man ist begeistert, man sieht uns schwitzen, man sieht uns kochen, man sieht uns lachen und es macht einfach Spaß. Für Haida ist Spaß am Kochen ganz klar Familiensache. Meine Frau und ich haben uns vor einem Jahr diesen Traum erfüllt und dieses schöne Restaurant eröffnet. Wir sind sehr glücklich und jetzt können wir endlich bei Mein Lokal, Dein Lokal starten. Dann fehlt ja nur noch der Profi. Guten Morgen! Wen haben wir? Das ist dann die Frau. Mike. Sag. Und eine offene Küche? Ja, das ist ja mal cool hier. Und kurze Wege. Seid ihr nervös? Kann das sein? Ein bisschen. Ja. Ich freue mich an den Tag, dass Mike Süßer da ist. Sehr schön. Auf dem Sofa? Seht ihr mich ab und zu auf dem Sofa? Ja. Richtig. Wirklich? Ja, klar. Sehr oft sogar? Natürlich. Sehr schön. Dann seid ihr genau die richtigen Kandidaten. Und diesen Stil hier mit den tollen Ledermöbeln, aber trotzdem den Coolness-Faktor, habt ihr gemeinsam entschieden? Oder ist das mehr die Frau? Oder? Ja. Gemeinsam mit ein bisschen mehr die Frau. Ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Also mein erster Eindruck ist schon, löst was aus. Ne? Es ist gemütlich, es ist modern. Es ist griffig, es hat schöne Farben und eben diese offene Küche macht das aus. Sehr schick, schön. Mit Küchenhilfe Syveda gibt es weitere Unterstützung für Haida. Mikes Teller steht an. So, ihr Lieben, also es gibt irgendwas mit Nudeln. Was gibt's denn? So, also die Nudel ist in dem Sinne Nebensache. Heute gibt's ein Kalbsfilet. Ja. Mit Madeira. Ja. Mit Birne, mit wildem Brokkoli und Kartoffelpüree. Okay, mit Birne. Okay, mit Birne. Was heißt das? Daneben gelegt als oder versteckt oder in die Pasta? Syveda macht jetzt hier den Nudelteig fertig. Ja.
Und dann machen wir Birnen-Tortelloni. Ein Birnen-Tortelloni, also die Füllung ist dann mit so einer schönen, frischen Birne, mit so einem Püree oder Stückchen, müssen wir schauen, wie er es macht. Finde ich ganz klasse, passt gut zum schönen, zarten Kalb, eine gute Soße dazu. So, da klassisch Ansatz für Jü. Klassischer Ansatz, die Kalbknochen vorher im Ofen angeröstet und dann mit Mirepoix-Gemüse, also mit Wurzelgemüse. Ja. Und im Rohr natürlich, damit hier nicht das ganze Restaurant vom Anbraten auf der Pfanne genau. Sollen wir schon ablöschen oder was machen wir als erstes? Das haben wir schon einmal, wir können auch gleich nochmal ablöschen. Okay. Und ein ordentliches Stück Primitivo. Also die Paste sehe ich auf jeden Fall. Das ist die Frische in meinem Fine Dining mit Soßen. Aber das hat sich eh verbessert, ne? Seitdem ich unterwegs sein darf in mein Lokal, dein Lokal, verschwinden immer mehr Tüten. Gut so. Das ist so, ne? Das ist nur wegen uns. Mein Lokal, dein Lokal macht halt die Welt ein Stück besser. So, ich behaupte das mal. Als nächstes kommt das. Tada! Kalbfleisch zum Vorschein. Herrlich. Wo kriegst du das her, vom Einkauf her? Das ist ein Metzger aus Rosenheim. Okay. Der beliefert uns schon seit Jahren. Franco Jan. Okay, das heißt, das ist auch wirklich dann sogar ein Kalb aus der Region hier. Das ist ein Kalb aus der Region, okay. Genau. Während Heida es putzt, gibt Mike schon mal Rinderbrühe in den Topf. Haben wir ein Stück Bindfaden? Alte Schule, wo hast denn du gelernt? Ich habe in der bayerischen Restaurant gelernt. Ja, das kann ja fast keiner mehr. Ne? Das bedarf nicht nur einfach irgendwie rumtüteln. Da gibt es gewisse Muster und gewisse Knotentechniken. Ist natürlich bei so einem kleinen Kalbsfilet jetzt nicht unbedingt erforderlich. Aber trotzdem, man sieht es einfach selten, ne? Dass man einfach über den Faden ein bisschen schön die Form des Filets hält. Stimmt, da kann nichts mehr auseinanderfallen. Du den dann in den Konvektomat oder hast du einen Hohldomat oder wie läuft? Der kommt jetzt erstmal in den Konvektomat, aber ja. Vorher machen wir die Kräuter rein. Okay. Ja, aber dann, man braucht sie auch nicht anschlagen, wenn Kräuter Hitze berühren, dann platzen die genau. Auch auf. Ne? Hier durch die Hülle raus. Ja. So, jetzt sind wir hier. Butter. Oh. Ein bisschen Butter. Für dich machen wir zwei. Oh. Schälen schon mal oder nicht? Du kannst schon anfangen, ja? Hast du schon Schäler erledigt? Ja. Dann fange ich an. Ja? In den Ofen. Jo. Wie viel Grad und wie lange? 135 Grad. Ja. 7 Minuten. Klare Ansagen, damit kann Mike arbeiten. Sein Blick wandert trotzdem umher. Oh, was machst du da? So, bitte schön. Und die lasse ich dir mal kurz da. Und das ist quasi die Masse, die wir jetzt aber schon noch machen. Genau. Ausgekühlt. Genau. Okay. Die wird schön im Teig verpackt. Für die frische Masse kommt Zucker in die Pfanne. Dann folgen die Birnen in kleinen Stücken. So, Kalbsfilet ist fertig. Ja. Leichte Druckprobe. Dann können wir es rausholen. Ja, genau so habe ich es. Das Ganze wird jetzt hier bei 75 Grad ja. Weitere, ich sag mal, bis zu 15 Minuten warm gehalten. So kann das Fleisch durchziehen. Es gart so ganz vorsichtig weiter. 75 Grad ist ja eine unfassbar schonende Wärme. Und es entspannt sich. In der Zeit gibt Heida Balsamico, Sojasauce sowie Zitrone in die Pfanne dazu. Und das Ganze lassen wir jetzt schön langsam einköcheln, mhm. Bis es eine dickflüssige, karamellige. Hast du schon drin? Nein, eben nicht. Deswegen. Das hätte ich mir nicht getraut, hier jetzt mein Geschmack wurschtel ich nicht rum. So. Kleines Schlückchen Weißwein geht immer, dann mit Zitrone, dann mit Balsamico, dann ein bisschen mit Salz. Dann hast du so ein schönes Spiel mit der Süße von der Birne, dann leichtes Karamell. Bombenthematik, passt super zu Kalb. Ich suche jetzt deine Frau und lass mir einen Schluck Weißwein gehen zum Kalb. Gerne. Bis gleich. Sarah und Mike verfolgen ganz genau, was in der Küche so vor sich geht. Ah, da, jetzt haben wir hier. Aber live und pur. So. Bitte schön, das Kalbsfilet für dich. Oh, schön. Eine schöne breite Fahne, das mag ich, in der Mitte angerichtet. Es ist immer noch so bodenständig, nicht abgehoben, nicht so spießig, aber trotzdem fein. Toll, gefällt mir. Hoffentlich nicht nur optisch. Was sagst du? Sehr gut. Dankeschön. Ja, auch jetzt geschmacklich für mich genau richtig alles. Es ist nicht sauer, aber doch säuerlich. Es ist nicht süß, aber doch süß. Ist gut abgeschmeckt, passt super harmoniert zum Kalb, toll. Die Soße ist ganz toll. Die hat halt Port, die hat Rotwein, die hat Butter, die hat Glanz, die hat... da ist nicht ein Bindemittel drin, die ist ein reduziertes Sehig. Wollte man keinerlei schlieren, keine... Weißt du, das ist...
Ja. Tolles Ding. Wir haben aber auch die kleinen Dinge, wie der Brokkoli schön mit Biss. Die Pasta, eine schöne Dicke. Damit meine ich, der Teig ist halt nicht zu dünn, nicht zu dick, hat noch einen ganz leichten Knack, wenn du reinbeißt. Finde ich auch super, man spürt den. Wie sieht's mit dem Filet aus? Verzeihung, wenn ich jetzt nicht so auf den Gargrad eingehe. Wenn man so eine Soße kostet, geht man davon aus, dass der Rest dann einfach passt. Ne? Wer Soße kann, dem ist ja wohl zuzutrauen, dass er Fleisch richtig brät. Ne? Alles perfekt, toller Gargrad, schonend nochmal ruhen lassen. Kein Fleisch ausgetreten, super Komponenten, alles lecker. Schönes Spiel vom Geschmack her. Tolles Ding. So, und dann eine Sache möchte ich auch noch kurz sagen, falls sich jetzt von unseren Zuschauern wer fragt, wie kann man denn eine Nudel mit Kartoffelpüree, wie kann das zusammenpassen? Dann gebe ich mal folgenden Hinweis. Es gibt auch gefüllte Pasta mit Kartoffeln. Also es passt hervorragend. Nichts ändert, bitte beibehalten. Wenn das jetzt der Style ist hier, was wir im Wettbewerb zu erwarten haben, dann freue ich mich auf alles, was kommt. Ihr Lieben, alles Gute. Prost. Toll. Der Profi ist ganz angetan und die Gastgeber sichtlich erleichtert. Ich war tatsächlich sehr nervös heute. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das Feedback war super von Mike. Ich bin echt glücklich darüber und ich hoffe, dass es den anderen auch schmeckt. Dein Fazit, Mike? So, also Leute, hier ist wirklich Nudelprogramm, nicht klassisch nur Nudelgerichte, sondern die Nudelsachen sind halt raffiniert eingebaut, wie jetzt bei meinem Gericht. Und das geht auch wirklich immer. Ne? Und das ist ja in meinen Erklärungen. Du kannst ja auch Dinge mit Kartoffeln füllen in der Nudel. Deswegen habe ich da die Kombi sensationell gefeiert. Tolle Soße. Das da, der Typ ist ein echter Fachmann.